Hallo zusammen. Jo, heute haben wir wieder Backtag. Ich habe mir ausgedacht, ein Rufbierbrot, so heißt es halt. Jo, was ich dafür alles brauche und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Stell euch jetzt gerade mal unsere oder meine Zutaten vor. Mehl, Bier mit Wasser, bisschen Traubenkernsirup. Das ist Altbrot. Ich habe im Rezept stehen Sesam und Leinsamen. Ich habe das gleich mitgemahlen. Wer es nicht will, lasst den Sesam und den Leinsamen ganz. Das ist Salz, Hefe und Anstellgut. Ja, die Zutaten sind heute richtig gut überschaubar und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an. In unser Bier-Wasser-Gemisch mache ich jetzt alles Flüssige und löse das auf. Das ist Traubenkernsirup. Vielleicht so einen Esslöffel mache ich rein. Dann die Hefe. Und unser Anstellgut. Gerade so lange, man merkt ja, wenn die Hefe sich aufgelöst hat beim Rühren. So, dann würde ich sagen, ich schütte es gleich in die Schüssel. So. Und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Ist ja nicht mehr viel. Das ist das Altbrot mit den Leinsamen und Sesam. Und unser Mehl. Und das Salz mache ich erst. Ich lasse es erst wieder ein bisschen anknete. So 2, 3 Minuten. Und dann mache ich das Salz dazu. Sodele. Deckel drauf. Ich lasse es erst langsam vermischen und dann so mittlere Geschwindigkeit. So 3 Minuten später machen wir das Salz rein und jetzt lassen wir das so für 10, 12 Minuten auskneten. Unsere Zeit ist rum, 12 Minuten. Wir machen den Teig jetzt raus. Teig habe ich jetzt aus der Schüssel. Ich bringe jetzt gerade das ein bisschen in Form, dass es so wild aussieht. So. Ich lasse den jetzt eine Stunde stehen und nach einer Stunde werde ich ihn das erste Mal dehne und falte und da sehen wir uns wieder. Stunde später, man sieht, wunderbar aufgegangen. Und ich mache jetzt gerade ein bisschen meine Hände nass. Und dann könnte man das wunderbar dehnen und falten. Fühlt sich ganz gut an. Man merkt schon, der Teig, der gibt schon immer so nach. So, ich lasse den noch mal eine halbe Stunde gehen. Und dann würde ich sagen, können wir schon formen. Halbe Stunde. Ich stürze das jetzt. So. Und dann werde ich das nochmal. Opela. Ziehen. Mach gerade ein bisschen Mehl. So. Und dann schleifen wir das rund. So, ich habe mir schon eine Gärkörble gerichtet und ich lege das so rein
Und jetzt lassen wir das nochmal schön aufgehen. Ich denke so 45 Minuten müssten reichen. So, schaut, sieht echt schön aus. Super aufgegangen, das stürze ich jetzt hier drauf. So. Und da habe ich einen Topf, der ist heiß. Da lüpfe ich das rein. Sodele. Und ich glaube, wir machen noch ein Muster rein, oder? Oder nicht? Heute machen wir einfach nur so. Ja. So, fertig. Dann kommt der Deckel drauf. Der Backofen ist auf 200 Grad vorgeheizt. Und da kommt er rein. So. Ja, ich denke so nach 45 Minuten werde ich mal nachschauen, wie das Brot aussieht. Und da seid ihr wieder mit dabei. Ich habe das Brot 5 Minuten ohne Topf noch backen lassen. Wir mögen es gerne ein bisschen rösch und so ist es für uns optimal. Ich zeige es euch mal. Klingt super hohl. Wir lassen das jetzt abkühlen. Ja, und dann schneiden wir es an und dann probieren wir es. Es hat vollständig abgekühlt und jetzt würde ich sagen, schneiden wir es mal an. Also ich finde, es sieht richtig toll aus. Ja. Schöne Krume, schön knusprig. Und ja, das probieren wir nachher, ne? So, Fazit von unserem Brot. Ich glaube, ich sage es jedes Mal. Es war super, super lecker. Ich fand auch, dass die Zutaten ganz schön waren. Ich finde, die haben super zusammengepasst. Wenn ihr kein Ruchmehl habt, ich habe das in der Mühle gekauft, in Kelternweiler, dann habe ich ein Alternativmehl im Rezept stehen, dann nehmt ihr das. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe es jetzt so im normalen Lädle noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, ihr könnt ja mal schauen. Ich kann es euch empfehlen. Es war richtig, richtig lecker. War ein sehr, sehr, sehr gutes Brot. Schmeckt zu süß, zu salzig. Schmeckt einfach auch nur mit Butter, wie ihr wollt. Jo, macht's nach. Es lohnt sich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr es ausprobiert habt. Und ja, ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.